Ich würde sagen, ich komme über die Zeit besser mit dem Konzept zurecht. Die Studierenden sind ja immer neu. Also die sind ja immer, die machen immer zum ersten Mal Flipped Classroom in der Regel. Ja? Das heißt, ich bin derjenige, der lernt von Semester zu Semester, wie man ein Flipped Classroom richtig durchführt. Und ich glaube auch, dass das bei den Studenten entsprechend besser ankommt. Also ich habe früher viele Fehler gemacht, ja, die so typische Fehler, die man machen kann im Flipped Classroom. Da kommen wir bestimmt auch noch drauf zu sprechen. Und die ich heute nicht mehr mache und die natürlich auch maßgeblich sind dafür, dass ein Inverted Classroom gelingt.